Die Börsen wackeln, ein paar Wachstumsaktien sind jetzt auch wirklich angeschlagen. Das macht aber nichts, dafür gibt es nämlich einen anderen Sektor, der jetzt stark steigt, und zwar der Rohstoffsektor und die entsprechenden Rohstoffaktien. Und immer mehr Analysten glauben auch, dass das erst der Anfang war für diesen Sektor. Darum geht es heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Warum haben die Araber kein Brot? Weil es kein Mehl haben. Ha, ha, ha! Herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte, live von meinem Schreibtisch aus in München mit einer kleinen Kostprobe von unserem unverwechselbaren landestypischen Humor. Ich selbst kenne diesen Gag allerdings von Otto Walkes. Das ist der Humor, mit dem ich aufgewachsen bin und mit mir zusammen eine ganze Generation, was vielleicht auch einiges erklärt. Und darum bitte ich vor allem die jüngeren Zuschauer um Verständnis. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie den Witz überhaupt verstanden haben, ich frage mich das seit 40 Jahren, aber Sie müssen einfach primitiv denken. Denken Sie immer ganz schlicht, sonst sind Sie an der Börse sowieso falsch. Warum diese Einleitung, die zugegebenermaßen relativ schlecht ist? Es geht auch heute wieder mal um Nahrungsmittel, Agrarrohstoffe, aber auch Rohstoffe allgemein, Rohstoffinvestitionen, Rohstoffaktien und um die Frage vor allem, steht uns jetzt wieder ein großer Rohstoffboom bevor, ein Rohstoff-Superzyklus, was einige Analysten sogar mittlerweile wieder sagen. Zum Beispiel von der UBS, Mark Hefele, der sagt, der Reflation Trade, in dem wir gerade sind, also die Reflationsdynamik oder die Reinflationierung, das ist eine Bewegung, die ist historisch, hat ein historisches Ausmaß. Oder auch Analysten von JP Morgan und Goldman Sachs, die auch ganz direkt sagen, Rohstoffe waren jetzt zwar unattraktiv die letzten Jahre, aber jetzt setzt da ein neuer Superzyklus ein. Also nicht einfach eine Erholung, eine zyklische, nein, ein Superzyklus. Was dann ja heißen würde, langjährig stark steigende Preise von Rohstoffen und entsprechend dann natürlich auch wahrscheinlich von Rohstoffaktien. Das hier ist zum Beispiel Öl, die Sorte Brent in Dollar die letzten 2 Jahre. Ja, Öl brennt, der Witz ist auch schon alt. Vor der Corona-Krise halbwegs stabil, dann der Einbruch auf unter 20 Dollar pro Barrel, hat sich seitdem aber deutlich erholt. Und das Interessante ist, dass es ja vor allem in den letzten 4 Monaten nochmal so gestiegen ist. Anfang November waren wir bei 40 Dollar beim Öl, jetzt sind wir schon fast wieder bei 70 Dollar. Oder Kupfer hier, ein Klassiker, das ist jetzt ein längerer Zeitraum, 5 Jahre. Auch Kupfer ist in der Krise gefallen auf ein mehrjähriges Tief, dann aber auch wieder massiv gestiegen und auch hier gerade nochmal in den letzten Wochen ein starker Anstieg. Das gleiche Bild, Agrarrohstoffe, die habe ich leider nicht in meinem Chartprogramm, darum hier Charts von Trading Economics. Das hier sind zum Beispiel Sojabohnen auf 10 Jahre, war jahrelang ein Trauerspiel von der Kursentwicklung her, aber jetzt die letzten Monate schlagartig auch ein Anstieg um über 60%. Und genauso bei Mais, jahrelang kaum Bewegung. Auch im Sommer letztes Jahr erstmal nicht, als die Aktienmärkte ja schon wieder sich gut erholt haben. Aber dann plötzlich auch bei Mais ein starker Anstieg. Wir haben also bei fast allen Rohstoffen das gleiche Bild. Energie, Metalle, Agrarrohstoffe ist schon fast egal. Sie ziehen alle plötzlich an und die Dynamik ist jetzt im Moment auch deutlich stärker bei denen als an den Aktienmärkten. Und das war erst der Anfang, sagen eben viele Analysten jetzt. Ich gehe zu den Rohstoffen auch noch mehr ins Detail. Was ich heute nicht besprechen werde, das sind die Edelmetalle. Da ist die Dynamik ganz anders, da geht es auch um andere Dinge. Zu Gold habe ich letzte Woche ein Video gemacht, speziell zu Gold. Und wenn Sie sich für Edelmetalle interessieren, ein bisschen breiter, also nicht nur Gold, sondern auch zum Beispiel Silber oder Platin und wie wir die sehen,
Dann lesen Sie dazu unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da erfahren Sie, warum Gold gerade so schwach ist, warum Platin so gut läuft und ob Platin oder auch Silber vielleicht momentan kurzfristig sogar die besseren Investments wären als Gold und wovon das abhängt. Dieser Report geht morgen raus. Er ist natürlich gratis. Das sind die Reports immer von uns. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gut. Aber ganz abgesehen vom Gold, wir sind also offenbar in diesem großen Rohstoff-Superzyklus jetzt angeblich. Was könnten die Gründe dafür sein? Abgesehen davon, dass es natürlich immer gut ist in der Finanzwelt, wenn man die nächste große Sau hat, die man durchs Dorf treiben kann, ist klar. Gerade dann, wenn die alten Themen vielleicht nicht mehr so ziehen. Aber es gibt ja durchaus auch gute Argumente. Das erste Argument, das wäre mal die an sich zyklische Natur der Rohstoffmärkte. Das zeigt uns ja die Erfahrung. Bis jetzt gab es bei den Rohstoffpreisen meistens große Zyklen über lange Jahre hinweg mit starken Aufstiegsphasen und dann wieder langen Korrekturphasen auch. Und da könnte man sagen, jetzt zum Beispiel, ja, der letzte große Superzyklus, der hat angefangen 1998 auf einem ganz niedrigen Niveau damals. Der Höhepunkt war 2008 bis zur Finanzkrise. Dann kam ein langer Abschwung unter Schwankungen, 12 Jahre lang, bis zum Corona-Crash Anfang 2020. Damit sei dann das zyklische Tief endgültig erreicht worden. Jetzt kann es wieder aufwärts gehen und es geht ja momentan auch aufwärts. Und damit verbunden sind die Angebotsschwankungen auf dem Rohstoffmarkt. Weil wenn es so einen langen Abschwung mal gegeben hat, dann kann man oft davon ausgehen, auch dass in dieser Abschwungsphase zu wenig investiert worden ist von den Rohstoffkonzernen in die Erschließung neuer Vorkommen. Und das kann man dann aber nicht mehr so schnell aufholen wieder, wenn die Nachfrage dann wieder steigt. Das dauert Jahre. Das Angebot kommt dann mit dieser Nachfrage jahrelang erstmal nicht mehr mit. Und das verstärkt dann eben auch in dieser Phase den Preisanstieg und allgemein die zyklische Natur ja auch von diesen Märkten. Warum sollte sich die Nachfrage erholen? Weil man am Markt eben rechnet, jetzt nach der Coronavirenkrise dann mit einer starken globalen Erholung. Zeichnet sich ein bisschen ja auch ab, also die Weltwirtschaft erholt sich ja auch schon. Die Nachfrage aus China ist zum Beispiel wieder sehr stark. Wir haben auch in einigen Ländern riesige Stimulusprogramme, vor allem in den USA, wo man sich jetzt außerdem von der Biden-Regierung auch ein großes Infrastruktur Programm erwartet, hohe Investitionen, was da wohl auch notwendig wäre. Und der Aufbau von Infrastruktur, der geht aber auch immer einher mit einem überdurchschnittlichen Rohstoffbedarf. Dazu kommen dann noch die Klimaschutzziele, die wir weltweit auch haben. Das haben sich ja auch viele Länder auf die Fahnen geschrieben, dass man zur Energie, dass man die Energieproduktion jetzt großflächig umbauen will auf alternative Energien. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, dann geht das aber auch erstmal einher, absurderweise eigentlich, erstmal mit einem hohen Energieverbrauch und Rohstoffverbrauch. Und last but not least, das letzte Argument, das wir ja alle kennen, billiges Geld für all diese Maßnahmen von den Notenbanken. Wir haben eine Notenbankenpolitik weltweit, die so expansiv ist wie nie zuvor. Da hoffen die Anleger deshalb einerseits drauf, dass eben dieser große Aufschwung jetzt auch wirklich kommt dadurch. Und es lässt sie auf der anderen Seite aber auch befürchten, dass damit die Inflationsrisiken steigen. Nur Inflation geht eben auch oft einher mit steigenden Rohstoffpreisen. Und das heißt so oder so, alles spricht anscheinend gerade für höhere Rohstoffpreise. Kann man das so unterschreiben? Ich würde sagen, ja. Aber fangen wir mal an mit
Inflation und billigem Geld. Billiges Geld treibt alles nach oben, könnte man vermuten, also warum auch nicht die Rohstoffe. Aber die Erfahrung zeigt, bei Rohstoffen hält das nicht so lang. Die Realität kommt da dann relativ schnell wieder zurück. Und die Realität heißt in dem Fall Angebot und Nachfrage. Zum Beispiel der Ölpreis ist nach der Finanzkrise 2008 stark gestiegen, aber als dann Fracking-Öl auf den Markt gekommen ist aus den USA, da ist er wieder eingebrochen ab 2014. Das gleiche mit Agrarrohstoffen 2010, 2011 waren die sehr stark, nur als man dann gemerkt hat, der Weltmarkt ist doch wieder ganz gut versorgt, da sind auch die eingebrochen. Dementsprechend wäre es gut, wenn dieses billige Geld, das wir haben und die Stimulusprogramme, wenn die auch wirklich einen echten Aufschwung bringen würden jetzt, so eine echte Nachfrageerholung und nicht nur Inflation. Also wenn wir eben nicht nur diesen Reflation Trade hätten, sondern auch so eine Art Recovery Trend, Trade oder sowas. Und was Inflation jetzt generell betrifft, wir müssen uns sowieso auch fragen, woher kommt die dann? Kommt die dadurch, steigen die Rohstoffe, weil die Inflation steigt? Oder kommt die Inflation dadurch, dass die Rohstoffpreise gestiegen sind? Und zurzeit würde ich sagen, ist eigentlich eher Letzteres der Fall. Beides kann sich natürlich auch hochschaukeln gegenseitig. Das hoffen viele Rohstoffanleger auch. Aber gesund und nachhaltig ist das nicht unbedingt. Wie gesagt, wir haben das Ganze schon mal gesehen, wie das auch laufen kann, eben nach der Finanzkrise. Das hier ist der letzte große Rohstoffzyklus, könnte man so sagen. Der Bloomberg Commodity Total Return Index seit Anfang des Jahrtausends, auch wieder von Trading Economics, ist ein breiter Index, der umfasst 20 Rohstofffutures, Energie, Metalle, Edelmetalle und auch Agrarrohstoffe. Und da sehen wir es eben. Es hat den Boom gegeben bis zur Finanzkrise 2008. Und interessant für uns ist ja eigentlich, was danach passiert ist, weil die Situation ja auch ein bisschen vergleichbar ist mit der jetzigen. Die Weltwirtschaft erholt sich eben von einer schweren Krise, flankiert durch eine nie dagewesene Notenbanken-Niedrigzinspolitik, die wir damals ja auch schon hatten. Das hat den Rohstoffen erstmal geholfen, ungefähr bis 2011. Es war aber ein Strohfeuer. Es stimmt also nicht, dass billiges Geld alles nach oben treibt. Die Aktienmärkte hat es nach oben getrieben, dauerhaft, aber eben nicht die Rohstoffe. Die sind wieder zusammengeklappt und haben sich damit auch von anderen Assets abgekoppelt. Und es war dann ja auch die ganze Erholungsphase hinweg ein richtiges Elend bei den Rohstoffen. Was für die Aktienmärkte wiederum ein großes Glück war, würde ich sagen, weil die fallenden Rohstoffpreise, die haben nämlich aus der Welt Inflationsdruck rausgenommen. Und dadurch konnten die Zinsen niedrig bleiben und das Geld konnte billig bleiben. Kann diesmal auch genau umgekehrt laufen, also dass diesmal vielleicht eher die Inflation steigt und damit die Aktienmärkte dann eher die sind, die belastet werden, da ausgenommen die Rohstoffaktien dann wahrscheinlich. Für mich ist nur wichtig, erstmal, es muss nicht zwingend einen Gleichlauf geben zwischen Aktien und Rohstoffen, auch wenn man eine expansive Geldpolitik hat. Und dass die Rohstoffe so schwach waren die letzten 10 Jahre, ist sowieso erstaunlich, weil genau in der Zeit haben wir zum Beispiel einen großen Infrastrukturboom gehabt in China. Das war ja das chinesische Konjunkturprogramm nach der Finanzkrise. Und dann gab es nochmal so ein Programm in China nach dem Crash 2015 in Shanghai. China hat allein zwischen 2011 und 2013 mehr Zement verbaut als die USA im gesamten 20. Jahrhundert, muss man sich mal vorstellen. Doch all das hat den Rohstoffen nicht mehr geholfen im letzten Jahrzehnt. Darum bin ich jetzt auch skeptisch, wenn ich das mit den Infrastrukturprogrammen in den USA höre, wenn sie jemals kommen sollten. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, was diesen allgemeinen großen Boom nach der Corona-Krise betrifft, auf den ja auch alle warten. Ich glaube schon, dass wir, wenn die Krise wirklich vorbei wäre, dass wir das Niveau von 2019 schnell wieder erreicht hätten, aber dann kommt ja nur die Normalität erstmal wieder und die war speziell für die Rohstoffe nicht so toll vor 2019.
Und aus China erwarte ich mir da auch nicht mehr viel in puncto Infrastruktur. Darum glaube ich, man muss unterscheiden bei den Rohstoffen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Eisenerz anschaue, Eisenerz, der 10-Jahres-Chart, Trading Economics. Eisenerz ist ein sehr konjunktursensibler Rohstoff, der mir inzwischen schon ein bisschen überhitzt vorkommt. Es gibt auch Sonderfaktoren da im Übrigen. Also wir haben eben auch Produktionsunterbrechungen gehabt, zum Beispiel in Brasilien bei Vale, wo es diesen furchtbaren Dammbruch gegeben hat. Ich vermute mal, dass bei Eisenerz das Hoch langsam erreicht ist, weil jetzt das Angebot auch wieder zurückkommt. Und auch bei Öl wird es langsam schwieriger, würde ich sagen. Ich habe letztes Jahr einige Videos gemacht zu Öl und da habe ich immer wieder gesagt, ich bin eigentlich völlig entspannt, der Ölpreis wird steigen. Und so ist es dann ja auch gekommen, ist sogar schneller gestiegen, als ich erwartet habe eigentlich. Jetzt wird es aber schon kniffliger inzwischen. Man sagt zwar, das Angebot an Öl, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, dann haben wir im zweiten Halbjahr pro Tag 3 Millionen Barrel Öl zu wenig weltweit. Aber wahrscheinlich bleibt es eben nicht so, das Angebot. Allein die OPEC und die OPEC-Partner haben 9 Millionen Barrel an Produktionskapazität pro Tag, die sie zurzeit zurückhalten, die nicht in Betrieb sind. Und je mehr sich der Preis erholt, vermute ich mal, desto mehr von diesem Angebot dürfte wieder an den Markt zurückkommen. Es hängt also viel davon ab, wie sich die OPEC entscheidet mit ihren Produktionsfördermengen und das ist schwer zu sagen. Ganz anders Kupfer zum Beispiel. Haben wir vorhin den Chart ja auch schon gesehen. Kupfer ist relativ teuer mittlerweile schon, aber es wird auch wirklich gebraucht und der Markt ist wirklich unterversorgt. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer die nächsten Jahre. Da haben wir den klassischen Fall bei Kupfer eigentlich, dass zu wenig in dieser Abschwungsphase investiert worden ist in neue Vorkommen. Und noch schlimmer ist das Defizit bei Nickel. Da haben wir hier den 10-Jahres-Chart. Nickel wird händeringend gesucht für Elektroautobatterien momentan. Da braucht man einfach immer mehr jetzt. Und es gibt sogar schon Schätzungen, dass das Defizit bei 20% der Nachfrage liegen könnte. Und zwar für die nächsten 10 Jahre. Auch Nickel ist nicht mal spottbillig, aber ich vermute schon, dass da die nächsten Jahre noch was gehen könnte. Und hier haben wir noch Aluminium, auch auf 10 Jahre. Das ist meistens seitwärts gelaufen. Bei Aluminium war das Problem meistens die Überkapazitäten, die es da gab, vor allem in China. Das könnte aber bald vorbei sein. Man will da das Wachstum der Kapazitäten eindämmen. Und auch Aluminium hat Eigenschaften, die es zu einem Zukunftsmetall machen. Ich glaube aber nicht, dass sich da der starke Preisanstieg jetzt fortsetzt, sondern es wird eher nach und nach kommen wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Aber trotzdem, Aluminium finde ich aussichtsreich. Das sind meine Vermutungen. Der Rohstoffsektor ist interessant. Er kann jetzt outperformen, würde ich sagen, auf die nächsten 6 bis 12 Monate. Und außerdem, wie wir gesehen haben, der Rohstoffsektor ist auch gut zur Diversifizierung. Rohstoffaktien laufen nicht unbedingt gleichförmig zum übrigen Aktienmarkt. Auch das kann ein gutes Argument sein. Wo ich noch vorsichtig wäre, ist die Sache mit dem Superzyklus. Also dafür braucht schon ein paar Dinge noch, wo ich mir nicht sicher bin, ob die jetzt wirklich kommen. Aber mit anderen Worten, wahrscheinlich ist es gut, wenn man jetzt Rohstoffaktien hat, würde ich sagen. Man darf nur nicht zu euphorisch sein. Es kann eben auch der Tag kommen, wo sich da das Blatt wieder wendet und da müsste man dann eben entsprechend flexibel reagieren, wenn man Rohstoffaktien hat. Ansonsten, das war jetzt natürlich ein Schnelldurchlauf. Ich werde das vertiefen in Zukunft, auch mit einzelnen Rohstoffen, auf die ich eingehen würde, detaillierter noch. Was ich mir auch vorgenommen habe, jetzt ist demnächst mal ein Beitrag zu Uran. Ich glaube, das ist für viele auch ganz interessant. Vielleicht sind Sie dann ja auch wieder dabei und vielleicht haben Sie sogar Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich natürlich exorbitant freuen. Und dabei, wenn Sie das machen, dabei dann auch immer die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, dann sehen Sie nämlich auch, wenn neue Videos da sind und welche Videos auch da sind.
Und was Sie natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass Sie sich, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, jetzt noch schnell eintragen für die Zukunftsmärkte-Reports. Wie gesagt, der nächste geht morgen raus zu den Edelmetallen Gold, Silber und Platin. www.zukunfts-märkte.de. Und so endet dieses Video. Völlig unspektakulär. Noch nicht mal eine witzige Bemerkung zum Araber und seinen Kamelen. Stattdessen nur Werbung, aber glauben Sie mir, es ist besser so. Ich weiß schon, was für Sie gut ist und was Sie brauchen. Und wenn Sie trotzdem mal wieder von Herzen lachen wollen, der deutsche Humor hat viel zu bieten, auch jenseits von Otto Waalkes. Schauen Sie sich zum Beispiel mal an, die Laudatio von Julia Klöckner auf Armin Laschet zur Verleihung des Ordens Wider den tierischen Ernst. Friedrich Merz war auch da, alle saßen dicht gedrängt damals im legendären Corona-Karneval 2020. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, würde ich sagen, und die beste Komik ist immer noch die unfreiwillige. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wie immer fürs Zuschauen.